Du optimierst und optimierst und siehst einfach keine Ergebnisse. Du lernst, wie du SEO und Content-Marketing-Strategien mit Durchschlagskraft entwickelst. Viel Spaß! Wie du eine einfache, grundlegende SEO-Strategie entwickelst, lernst du in dieser früheren Folge. Diesmal, also hier in dieser Folge, gehen wir einen Schritt weiter und denken größer und weitaus mächtiger. Warum ist jetzt eine SEO-Strategie überhaupt wichtig? Taktisches Denken ist meiner Meinung nach die allergrößte Krankheit in der SEO-Branche und führt zu einer Vielzahl an Problemen, die wir hier jetzt beispielhaft mal durchgehen. Über die Jahre hinweg wird lediglich Housekeeping betrieben, ohne tatsächlich irgendein Wachstum zu generieren. Die Budgets sind tendenziell geringer, weil Entscheider erkennen, dass irgendwas zu machen sich nicht lohnt. Wenn ein Entscheider, der hat sehr viele Themen auf dem Tisch, wo er Ja und Nein sagen muss und manche Themen sind klare, große Hebel und dann kommt der SEO und sagt, hier sind diese 1000 kleinteiligen Blablabla, die wir machen, was wird der Entscheider nehmen? I think it's obvious. Du siehst SEO wie eine Schularbeit und nicht wie ein endloses Rennen bzw. den Red Queen Effekt. Bei einer Schularbeit ist eine 1 vielleicht gut, bei SEO musst du der Beste sein. Das heißt, es kann sein, eine 1 ist nicht gut genug. Du musst noch besser sein, weil es geht immer im Vergleich zur Konkurrenz. Während du optimierst, zieht die frische Konkurrenz vorbei, weil du Chancen, Risiken und Trends nicht mehr im Blick hattest, weil du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Du bist so tief in den Details und XML-Sitemaps und interne Verlinkungen und WDF, IDEF, dass du nicht siehst, was die großen Gamechanger sind. Du jagst jedem neuen Trend und Update hinterher, wie zum Beispiel KI-generiertem Content, ohne jemals zu prüfen, ob das der richtige Ansatz für dein Geschäftsmodell und deine Unternehmensziele ist. Eine Strategie ist höchstwahrscheinlich das, was dir aktuell fehlt. Wie setzt sich jetzt eine Strategie konzeptionell zusammen? Das Ganze besteht aus 3 Teilen und wir starten mit dem ersten Teil, nämlich Herausforderungen. Vor welchen Herausforderungen steht mein Unternehmen? Und wenn wir das abkupfern vom Konzept von Simon Sinek, dann ist das der Punkt Why oder Warum. Und um den Punkt zu beschreiben mal, was wollen wir erreichen und welche Hindernisse stehen uns im Weg? Ein Beispiel dazu, sagen wir, wir sind ein Startup mit einer B2B-SaaS-Lösung, also Software as a Service. Unser Produkt gibt es bereits mehrfach auf dem Markt. Unsere spezielle Stärke liegt jetzt darin, in der Spezialisierung auf europäische Datenschutzanforderungen. Allerdings stehen wir im Wettbewerb mit sehr bekannten Unternehmen, die über hohe Autorität und große finanzielle Mittel verfügen. Wir wollen jetzt im ersten Schritt unserer Wachstumsstrategie im deutschsprachigen Raum einen Share of Voice von 20% erreichen. Das wäre jetzt zumal eine klassische Herausforderung. Das würde man natürlich, wenn man das ist letztendlich via Businessplan, natürlich größer und detaillierter in der Praxis ausformulieren. Dann kommen wir zum zweiten Part, und zwar Ansätze und Leitprinzipien oder das Wie. Was machen wir, um die Herausforderungen zu meistern und den Sieg davon zu tragen? Es ist ein Rahmen für deine Handlungen, der dafür sorgt, dass du immer an den größten Hebeln arbeitest. Weil typischerweise, was SEOs oder viele Marketingabteilungen machen, sie sind nur in der Kleinteiligkeit, worüber wir später auch sprechen werden, und nicht, was sind die größten Hebel und nur Handlungen aus diesen größten Hebeln, an denen arbeiten wir. Beispiel, europäische Unternehmen und Konzerne mit Standorten in Europa suchen nach datenschutzkonformen Alternativen. Diese Nachfrage können wir einfangen und nutzen, um uns klar und deutlich von der Konkurrenz zu differenzieren und schon die erste organische Sichtbarkeit zu gewinnen. Und genau das ist so eine Feinheit, die man dann ausnutzen kann. So, und jetzt passend zu diesen Leitlinien, was sind dazu schlüssige Handlungen? Was machen wir? Was wir machen, ist nicht die erste Frage, sondern die letzte Frage. Welche spezifischen Schritte unternehmen wir, um unsere Ansätze umzusetzen und die Herausforderungen zu überwinden? Beispiel, wir haben ja das gesagt mit Datenschutzanforderungen in Europa. Das ist grundsätzlich unser
Hebel, was machen wir? Wir entwickeln einen neuen Seitentyp für Vergleiche, der genau die Schmerzpunkte der Zielgruppe anspricht, weil die suchen ja offensichtlich nach Alternativen passend zu dieser Situation, nämlich das Umfeld mit diesen Datenschutzanforderungen, und zeigt, warum wir die perfekte Alternative zuerst mal für den deutschsprachigen Raum sind. Jede Aussage wird natürlich von der Rechtsabteilung geprüft, um Probleme hinsichtlich unlauteren Wettbewerbs zu vermeiden. Und so würde man eine Strategie formulieren. Das ist jetzt natürlich eine kleine Handlung unter vielen. Und jetzt sehen wir uns wirklich konkret an mit diesem mentalen Modell in unserem Kopf, wie wir eine SEO-Strategie in 5 einfachen Schritten entwickeln. So. Und diese Schritte sind inspiriert von mehreren SEOs, die ich sehr schätze, nämlich Tom Critchlow, Kevin Indig, aber auch mehrere Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Der erste Punkt ist natürlich Potenzial. Und das ist was voll viele vergessen, aber was einfach so wichtig zu sagen ist. Unternehmen glauben immer, sie bestimmen oder sie sollten bestimmen, welche Kanäle sie machen. Das ist komplett falsch. Wer bestimmt, welche Kanäle ein Unternehmen machen sollte? Die Zielgruppe bestimmt, welche Kanäle wir machen. Nicht, wir machen alle Kanäle, sondern wir sehen uns an, wo ist unsere Zielgruppe, und dann machen wir diese Kanäle richtig gut. Der Kerngedanke von diesem ersten Punkt ist, wie bedeutend kann der Kanal Suche für das Unternehmen werden? Und was wir dazu brauchen, ist auf jeden Fall einmal eine Keyword-Recherche und Potenzialanalyse, die uns sagt, wie groß ist die wirklich unternehmensrelevante Nachfrage. Dann wissen wir vielleicht mal, okay, so groß ist der Suchmarkt. Das heißt, wir machen eine Konkurrenzanalyse. Wie wichtig ist die Suche für die Konkurrenz und wie stark ist die Konkurrenz hier aufgestellt und in welchem Zeitraum können wir konkurrenzfähig werden? Und der dritte Part von Potenzial ist vielleicht für einige etwas überraschend: Wettbewerbsvorteile und Hebel. Weil es kann jetzt zum Beispiel sein, dass die Konkurrenz sehr stark ist und aus dieser Perspektive ist SEO nicht sinnvoll, obwohl es Potenzial vorhanden ist, aber Wettbewerbsvorteile und Hebel können dem Ganzen natürlich einen anderen Twist geben. Vielleicht hast du firmenspezifische Vorteile, die den Vorsprung der Konkurrenz aushebeln. So. Ein Beispiel dazu: wenn es genügend unternehmensrelevante Nachfrage gibt, die in einem sinnvollen Zeitraum erschlossen werden kann und somit Unternehmensumsatz signifikant steigert, dann liegt Potenzial vor. Für gewisse Unternehmen, aber nicht alle Unternehmen, kann auch nur zusätzliche Markenbekanntheit von großem Wert sein. Wenn du jetzt aber ein sehr klassisches Unternehmen bist, keine Ahnung, du hast einen kleinen Online-Shop, dann ist für dich Markenbekanntheit wahrscheinlich weniger wichtig als wirklich Sichtbarkeit für die transaktionalen und sehr kommerziellen Intentionen. Schritt 2 ist Geschäftsmodell. Und der Kerngedanke hier ist, wie funktioniert das Unternehmen und wie kann SEO passend zu diesem Geschäftsmodell zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Da schauen wir uns an, was grundsätzlich mal der Ansatz sein wird. Bin ich ein Integrator oder ein Aggregator? Das heißt, bin ich zum Beispiel ein Hersteller von Produkten und muss meine Sichtbarkeit dann über Content generieren, oder bin ich ein Aggregator? Der Content ist schon da, weil ich aggregiere irgendwas, aber ich muss dann zum Beispiel sehr viel in PR und technische SEO investieren. Dann bin ich B2B oder B2C. Ändert vollkommen, wie ich SEO mache. Verkaufe ich direkt oder indirekt? Macht einen riesigen Unterschied. Viele, sagen wir mal, produzierende Unternehmen verkaufen ja nicht direkt, sondern über Vertriebspartner, beeinflusst, wie ich SEO machen kann und was sinnvolle SEO-Entscheidungen sind und was nicht. Beispiel: Fenster werden typischerweise nicht direkt, sondern über Vertriebspartner verkauft. Da unterscheidet sich natürlich das Ziel von so einem Geschäftsmodell von dem eines Online-Shops für Fenster. Unser Ziel wird es eher sein, die Marke digital aufzubauen und potenzielle Kunden zu unseren Vertriebspartnern zu leiten, wahrscheinlich geografisch etc. etc. Die Positionierung spielt dabei natürlich eine zentrale Rolle, weil ich bin eine Brand und wenn meine Brand gut online positioniert ist, kaufen bei meinen Vertriebspartnern mehr mein Produkt. Wir können zwar vielleicht keine Preise auf der Webseite nennen, wenn wir so ein Konzept haben, aber haben Möglichkeiten, die Shops und Händler wiederum nicht haben. Drittens ist der Markt. Und der Kerngedanke hier ist, wie sucht das Zielpublikum? Und das ist, glaube ich, das Klassische, das, was viele eh richtig machen. Wir sehen uns an, okay, was sind die Suchintentionen, was sind unsere Themen, was sind typische Suchmuster, wie Leute
auf den Weg der Lösung eines Problems gehen. Ein Beispiel dazu, sagen wir mal, wir haben eine Branche und da gibt es einen sehr klaren Marktführer und mehrere etablierte Player und unsere Zielgruppe sucht ganz gern nach Brand plus Alternative. Das heißt, wir wissen schon mal, irgendwas an diesen Playern passt den Leuten nicht. Dieses Potenzial könnte der Fokus unserer ersten Schritte sein, um uns deutlich von der Konkurrenz zu differenzieren, weil bei solchen Vergleichsseiten kann ich natürlich genau zeigen, hey, schau dir die Konkurrenz an und die bieten dir nicht, was du haben willst, sondern wir machen es besser. Muss man natürlich immer rechtlich alles abchecken, aber das ist immer ein sehr hilfreicher Ansatz, den wir sehr gern bei passenden Kunden fahren. Dann viertens, Wettbewerbsvorteile. Kerngedanke, welche Stärken haben wir im Vergleich zu unserer Konkurrenz, basierend auf unserem Umfeld? Also das muss man immer im Kontext Umfeld sehen, weil es kann sein, in einer Nische ist das Gleiche kein Vorteil, in einer anderen Nische ist es ein Riesenvorteil, weil es kommt immer darauf an, auf welchem Gelände man sich bewegt. So, was kann das jetzt zum Beispiel sein? Sagen wir mal, wir haben einfach unglaublich viel Markenbekanntheit, weil unser Unternehmen schon sehr alt ist oder offline sehr etabliert ist, kann so eine Stärke sein. Es kann auch Autorität sein, es können schlüsselfertige Lösungen sein, es können Produkt- oder Leistungseigenschaften sein, es kann eine bestimmte Spezialisierung sein, Technologien, Daten, Partner etc. Um dafür mal ein Beispiel zu nennen, welches zum Beispiel bei uns sehr oft vorkommt. Ein Kunde kommt zu uns, hat noch keinen Traffic, aber er hat aufgrund von seiner Markenstärke schon eine sehr hohe Autorität. Was ist dann unser Wettbewerbsvorteil? Dank unserer starken Autorität müssen wir lediglich die Ideen der Konkurrenz nachbauen und können sie dennoch übertreffen, weil auch wenn wir den gleich guten Content liefern, aufgrund von unserer Autorität crushen wir sie trotzdem. Und dann kommen wir zum letzten Schritt einer erfolgreichen SEO-Strategie, ist damit eng verbunden, aber nicht dasselbe, Hebel und Synergien. Wie lassen sich verschiedene Komponenten von solchen Stärken so kombinieren, dass sie mehr bewirken als die Summe ihrer Teile? Das sind zum einen mal klassische Wachstumshebel, wo man schon bestehende Stärken hat. Das kann natürlich eine einzigartige Kombination an Wettbewerbsvorteilen sein oder Unternehmenseigenschaften. Ein unglaublich cooles Beispiel von einem Kunden von uns ist das folgende, ohne zu viel zu verraten. Durch unser Partnermodell verfügen wir über die meisten Standorte in Österreich. Unsere Partner sind vertraglich an uns gebunden, sodass wir sie leicht zur Zusammenarbeit bewegen können. Gemeinsam mit ihnen erstellen wir maßgeschneiderte, richtig nutzerorientierte lokale Landingpages für jeden Standort, wodurch wir alle Local Searches blitzschnell perfekt abdecken können und dies führt zu mehr Leads für unsere Partner und zu höheren Provisionen für uns. Bam. Und so eine Kombination aus eigenen, sagen wir mal, das ist ja die Funktionsweise, wie dieser Markt funktioniert, nämlich dass es eher regional ist. Dann habe ich diesen Vorteil mit meinen Partnern und dann habe ich noch das, dass ich die Partner vertraglich gebunden habe, wodurch ich Content über die Partner skalieren kann. Mega. Und solche Sachen muss man aufdecken, weil sonst macht man einfach SEO tralala, SEO tralala, KI-Content, da, und es tröpfelt so dahin, ohne wirklich die riesigen Ergebnisse einstreichen zu können. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.